Sagen. Das heißt, die Klasse 6 steht hier oben. Supertonwagen, über 3 Liter Hubraum. Hier heißt es, all in bei der Technik. Alles ist erlaubt. Wer gewinnt hier den Start? Hanne Braun, du kannst mal sehen. Ole Weidenberg, alles hier Top-Fahrzeuge. Ja, Holger hat erstmal gekriegt. Aber das ist es erstmal. Und Pascal Revolution. Hat er eigentlich ja. Ganz leicht. Hier verbaut. Mit einem richtig männlichen Turbolader. Der erstmal richtig Meter macht und seine Leistung und die Kraft, die er auf der breiten und langen Strecke ausspielen kann. Wie schaut es dahinter aus? Hans-Mir Pfeiffer auf der 2, Hümmel mit seinem V8 Sauger auf der 3, dahinter Tobi Reisenberg mit dem Audi S2, nur 2,1 Liter hier verbaut, dass der Motor schön drehfreudig und spritzig ist, da hat er schon bewiesen. Snackt sich hier außenrum den Pascal Hümme und ist jetzt auf der Verfolgungsjagd zum Maximilian Pfeiffer. Na, kann er jetzt außenrum schon sich daneben setzen? Stoßstange an Stoßstange. Da bremst er sich sehr charmant innen rein. Ein schnelles und sauberes Überholmanöver. Tobi, das hast du richtig gut gemacht. Tobi jetzt auf der 2. Und auf der Verfolgungsjagd bei Kai Braun, der aber einen beachtlichen Vorsprung sich schon mal rausfahren konnte. Oh Kai, deine Haube hat nur ein Schiff drin. Ich hoffe, die bleibt geschlossen. Sonst siehst du gleich nichts mehr. Dann ist so ein Sieg auch schon verschieden. Auf der 5 in den schnellen Skoda Fabia 652. Das ist der Holger Tacke. 699 mit dem Subaru Boxer Kompressorfahrzeug. Das ist der Marian Käseberg. So, da kommt die letzte Rennrunde für Kai Braun. Der Lenzer dreht souverän seine Runden. Ah, hört man bei dem Fünfzylinder-Sauger. Der auch Flammen aus dem seitlich ausgelegten Auspuff. Weitenberg auf der 2, aber hier Pfeiffer und Hümme. Der Kampf um Platz 3 noch ganz, ganz spannend und eng. Kai Braun gewinnt erstmal den ersten Wertungslauf der Klasse 6. Weitenberg ist langsam. Was ist da los? Was ist da los? Weitenberg auf der 2, Pfeiffer auf der 3, Hümme auf der 4. Da wollte es nochmal spannend machen. Ui, da wird es auch nochmal spannend. Holger Tacke auf dem Platz 5 und Marian Käseberg. Oder Fabian.
Das ist die große Frage. Die Abstände zwischen den Fahrzeugen sind recht komfortabel, aber hier reicht wieder ein Fahrfehler. Das alles ist technische Probleme oder hat dann Maximilian vielleicht den Gang nicht reinbekommen? Sowas kann dann auch immer passieren. Da geht's los. Und Kai Braun kann aus der ersten Reihe den Schneiderfall, aber hat ihn hinter sich. Und ja, Tobi hat auch ein turboaufgeladenes, sehr starkes Fahrzeug. Wo ich gespannt bin, wer jetzt hier das Rennen macht. Dahinter Pascal Hübbe, Maximilian Pfeiffer, Holger Tacke. Und bei Marian Kieseberg gibt es technische Probleme. Da ist dann zwei raus und macht Platz. Da stimmt was nicht. Auch hier die 612. Der Maximilian Pfeiffer und der Holger Tacke dahinter. Mit der 652. Hier beide, der Audi A4 und der Skoda Fabia mit einem 1,8 Liter Turbo, 20 Ventile ausgestattet. Also sehr ähnlich ausgebaute Fahrzeuge. Wo hier noch sehr spannend ist, wer hier das Rennen macht. Ja, vorneweg Kai Braun, nicht einzuholen, wirklich sauschnell unterwegs. Hat aber noch eine Runde zu fahren. Von der Klasse 6. Oh, Tobias Reifenberg. Pascal Hümme, der mit seinem V8 hier nochmal angeflogen kommt. Ja, und jetzt die Frage: Tacke oder Pfeiffer? Kommt, 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 kommt.